Naja, so wie gesagt, wie unsere Altenheime strukturiert sind, ähneln sie in manchen Hinsicht natürlich Gefängnissen. Eine Bekannte von mir hat momentan richtig Gewissensbisse. Sie hat ihre Mama, die einen Schlaganfall hatte, für das Seniorenzentrum angemeldet. Und sie fragt jetzt, ist mein Verhalten moralisch korrekt? Ich glaube, es ist an sich natürlich moralisch völlig unproblematisch, wenn man die eigenen Eltern ins Pflegeheim gibt, wenn sie der Pflege bedürfen. An sich ist da kein moralisches Problem. Unsere Konflikte rühren, glaube ich, daher, dass die Pflegeheimstruktur, die wir haben, nicht so ist, dass wir dort unsere Eltern hingeben sollten. Es liegt also nicht im Wesen eines Pflegeheims, dass man seine Eltern nicht dahin geben sollte, sondern in der Qualität der Pflegeheime, die wir haben, die völlige Unterfinanzierung und so weiter. Da liegt das eigentliche Problem. Es gibt ja dieses Dilemma, dass man sagt, eigentlich müsste man das, was man als Kind erfahren hat, als Baby wurde man gewickelt und später kümmert man sich und pflegt seine Eltern. Man gibt aber natürlich auch Kinder in die Kita und Kinder in den Kindergarten und Kinder in die Schule. Also das Argument würde ja dazu führen, dass man sagt, man müsste für immer sich um seine Kinder kümmern, ihnen selber auch bitte das Lesen und Schreiben beibringen. Also kurzum, die Institutionen übernehmen immer irgendwann die Pflege der Menschen, die Teil sind dieser Institutionen. Aber in der Kita ist mein Kind ja dann vielleicht nur 3 Stunden. Im Altersheim oder im Pflegeheim gibt es ja kein Entkommen mehr. Da ist man dann ja quasi für die Lebenszeit eingesperrt. Naja, so wie gesagt, wie unsere Altenheime strukturiert sind, ähneln sie in manchen Hinsichten natürlich Gefängnissen. Aber es gibt natürlich auch schöne Orte. Die Frage ist, wie gesagt, wie richten wir die Pflege ein? Wer wirklich pflegebedürftig ist, braucht ohnehin medizinische Betreuung. Wie sollte ich denn meine demente Mutter adäquat pflegen können? Dafür bin ich überhaupt gar nicht ausgebildet. Aber ist das nicht nur eine Ausrede? Man kann ja Fortbildungskurse machen, man kann sich professionelle Pflegekräfte auch aus dem Ausland einkaufen, die sich rund um die Uhr um die zu versorgende Mutter kümmert. Da haben wir es ja zunächst einmal einfach mit ökonomischen Problemen zu tun. Wer will denn heute als Städterin oder Städter in Deutschland sich ein Haus leisten können überhaupt, in dem man eine Großfamilie unterbringen könnte, plus noch die zusätzliche Pflegekraft und so weiter? Das heißt, der Staat muss, weil das für den Staat kostengünstiger ist, menschenwürdige Pflegeheime erzeugen. Und daran müssen wir natürlich alle mitarbeiten. Wie stellst du dir das vor, dein Leben im Alter? Ins Pflegewohnheim muss man ja leider immer wegen einer viel, viel schlimmeren Tragödie. Wenn ich zum Beispiel ins Pflegeheim müsste, weil ich eine Demenz habe, dann ist die eigentliche Tragödie in dem Fall ohnehin nicht das Pflegeheim, sondern die gebrechliche Situation, in der ich mich befinden werde. Das heißt, wovor wir uns fürchten, ist gar nicht so sehr das Pflegeheim und der dort servierte schlechte Kaffee, das ist schlimm genug, sondern die Konditionen, in denen wir uns befinden, der geistige Zustand der Gebrechlichkeit, das ist, wovor wir uns eigentlich fürchten.